Al Demirci war in Istanbul im Urlaub gemeinsam mit seiner krebskranken Mutter, als er vergangenen April festgenommen wurde. Er sitzt nun seit fast einem Jahr in der Türkei in Untersuchungshaft. Die Behörden werfen ihm vor, Mitglied der MLKP zu sein, einer linksextremen Partei, die von den türkischen Behörden als Terrororganisation eingestuft wird. Beweise dafür gibt es so gut wie keine. Demirci hat, wie die Ulmer Journalistin Meşale Tolu, für die linke Nachrichtenagentur ETA gearbeitet. Ihm wird zu Last gelegt, dass er an 3 Beerdigungen von MLKP-Mitgliedern teilgenommen hat. Demirci hat darüber für ETA berichtet. Für den Journalisten Dennis Yücel sind vor 2 Jahren zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Als der Berliner Menschenrechtler Peter Steutner in der Türkei festgenommen wurde, hat der damalige Außenminister Sigmar Gabriel seinen Urlaub abgebrochen. Die Bundesregierung hat die Hermes-Bürgschaften gedeckelt. An dem Schicksal von Adil Demirci nehmen die Deutschen weit weniger Anteil. Die Bundesregierung, so scheint es, hat sich damit abgefunden, dass deutsche Staatsbürger in der Türkei aus politischen Gründen unschuldig festgesetzt werden.